Hallo zusammen und willkommen zurück hier wieder auf der NF Marsch. Ja, ich bin hier gerade dabei, die Leerpaletten und anderes Gedönszeugs gerade hier mal im Zentrallager abzuladen. So, der Kollege hier muss jetzt weiter Richtung Ballen sammeln. Oh, hier haben wir schon wieder Erde. Perfekt. Können wir gleich wieder abladen und ja, weitermachen. Einmal befüllen und einmal abladen und dann gleich wieder die nächste Runde füllen lassen. So, was haben wir denn sonst noch? Der ist hier am Dreschen nach wie vor. Der macht seine Ballen hier. Das heißt, da können wir bald einsammeln. Der sieht gut aus. So. Der kann wieder eine Runde drehen. Ah ja, guck mal, hier ist der nächste wieder angekommen. Mit Pflanzenschutz. Ja, wir müssen auf jeden Fall, denke ich mal, wenn wir den Tabak geerntet haben, massiv Pflanzenschutz produzieren. Weil da geht doch einiges jetzt hier bei den Gewächshäusern drauf. Ich weiß jetzt nicht, wie sieht das hier vorne aus? Brauchen wir da auch noch was? Wir können ja gucken, ob wir das eventuell hier leer bekommen. Pflanzenschutz 30.000. Ja, ich glaube, da haben wir auch nur einen Kipper voll reingemacht. Ja, auf jeden Fall fährst du mir dann zum Hof Wasser und lädst du Wasser auf und kommst wieder hier zurück. So, hier haben wir voll. Das heißt, die nächste Ladung. Ja, ich weiß, ich könnte mir rein theoretisch hier noch einen Wasserpunkt setzen, aber ich finde das so zentralisiert eigentlich ganz witzig. Deswegen machen wir das so. Und die Fahrzeuge können ruhig ein bisschen durch die Gegend fahren. So ganz nebenbei. So. Leer, sag mal. Du dich mal bitte auf den Weg. Und wir hatten ja hier noch den einen mit der Erde. Der kann auch wieder weiterfahren. Ja, der Mist müsste eigentlich auch bald hier ankommen. Den hatte ich ja nach der Aufnahme gestern noch fertig geschickt. Also sollte da irgendwo demnächst hier auch auftauchen. So, aber wir schauen erstmal. Ja, guck mal, der ist gleich fertig. Das heißt, wo schicken wir denn den Drescher als nächstes hin? Ja, er zeigt doch an, dass der Tabak reif wäre. Okay. Aber was haben wir auf der 2 und auf der 15 drauf? Das ist jeweils Roggen. Dann würde ich sagen, gehen wir auf die 2 rüber. Der will noch abgeladen werden. Ah, haben wir hier? Sind wir hier etwa leer? Oha, wir sind hier leer, was was Silage angeht. Oha, da müssen wir irgendwie demnächst mal wieder umladen. Den machen wir mal aus. Achso, das ist Mist. Okay.
Den fahren wir auch noch mal schnell selbst. Dann schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. Und zwar hoch, Silagelager lose. Zur BGA Zwischenanlieferung mit Silage, bitte. Dann lagert der uns nämlich erstmal jetzt die Silage aus dem Rundballenlager runter zur BGA. Wenn der dann irgendwann fertig ist. So, um den kümmern wir uns später. Der hier. Guck mal. Wir brauchen den gar nicht groß zusammenbauen. Wir fahren da jetzt einfach quer kurz über die Straße. Wir haben gesagt, wir gehen auf die 2 rüber, ne? Dreschen. Ach, das ist wieder noch da oben drin versteckt. Dreschenfeld 2. Erster Wegpunkt. Strohablage ist an. Dann kann es losgehen. Ja, guck, da kommt unser Wasserfass, der diesmal auch wirklich Wasser fährt. Aber ich weiß, was wir vergessen haben. Wir können eigentlich noch gar keine Ballen sammeln. Wir müssen erstmal noch Karton fahren. Ja gut, dann lassen wir das mit dem Karton erstmal sein. Geht ja jetzt nicht anders. Ja, der läuft los. Wir müssen jetzt einmal den da losschicken. Damit der eben unsere Dings versorgt. Die BGA. Würde ich sagen, machen wir mal 3 Touren, das müsste reichen. So, und wir sind hier. Und zwar brauchen wir jetzt Rundballen. Und hinten genauso. Dann sammeln wir doch mal ein. Erstmal so viele wieder rumliegen, machen wir schon mal weg. Und danach können wir dann eben wieder uns an andere Sachen ranwagen, ranhirschen, was eben sonst noch so zu tun ist. Ich denke mal, wir werden auch wieder das ganze Stroh, was jetzt von den Roggenfeldern kommt, werden wir auch direkt pressen und sammeln und verkaufen. Weil wir haben aktuell noch so viel anderes Stroh liegen, dass wir das einfach nicht brauchen. Dann machen wir lieber gutes Geld draus. Das ist, glaube ich, wichtiger. So, die erste Runde ist quasi fertig, das heißt, wir lassen den einfach mal kurz hier stehen. So, du fährst Erde. Der Drescher hier, das läuft. Wir müssen nur irgendwie den Abfahrer... Wo sind die Abfahrer? Der da. Du machst dann jetzt Feld 2. Ich helfe dir mal noch raus hier. Du kannst ihn nämlich erstmal kurz abladen und dann fährst du auf das Feld 2 rüber.
So, wir müssen aber dem Kollegen hier noch sagen, dass er jetzt auf der Ziege ist. So. Ach ja, hier kommt das Wasser. Ja gut, wir könnten, genau. Wir haben ja keine Möglichkeit, oder hätten eigentlich keine Möglichkeit, Karton zu fahren, aber das können wir mit dem hier auch machen. Da kriegt der nämlich das kleine Ding hier dran. Dann machst du dich nämlich hoch zum Zentrallagerabholung. Und ich hoffe mal, dass wir im Zentrallager noch drin haben. Werkstoffe. Ja gut, wir bräuchten, ich denke mal, 4 Stück bekommen wir mit. So, die sind ausgelagert, die kannst du da abholen. Also, du machst das Ding hier. Du schleichst hier rum. Aber das heißt, wir haben doch jetzt hier die 19 schon geerntet. Muss nicht gepflügt werden. Das heißt, wir könnten gleich wieder ansehen. Und was sehen wir an? Ah, guck mal, er lädt hier die Silage. Perfekt. Was sehen wir an? Ich habe keine Ahnung. Ach, die Sämaschine steht da oben. Oh. Ja, ich denke mal, Raps für Diesel dürften wir erstmal genug haben. Ja, dann können wir eigentlich ja, Weizen ansehen oder sowas in der Art. So, müssen wir jetzt mal gucken, dass wir hier schnell die Kiste einmal auffüllen. Dünger einmal. Dinkel, Hirse, Mohn, Luzerne, Tropikale, Tabak. Nee, da machen wir Weizen. Voll. Dann kann die 19 ganz in Ruhe gesät werden. Gucken wir mal. Feld 19 mit 12 Metern. Und es beginnt da unten irgendwo da hinten. Gott, Kollege, arbeite los. So, du sagst, du brauchst noch 1 Stunde. Okay, ja, du wartest auf den Abfahrer. Der müsste aber unterwegs sein. Ach ja, guck mal, hier. Arbeit. Arbeit für die Gewächshäuser. Ach, der kleine John Deere ist auch schon oben. Das heißt, der kann die Kartons gleich laden. Dann hätten wir, glaube ich, alles zusammen, was wir hier für das zweite Gewächshaus brauchen. So gefällt mir das. So gefällt mir das. Hier passt keine Erde mehr rein. Das sind wir voll. Dann gucken wir mal, wie das hier aussieht.
Und zur Not beim Kürbis auch noch. Ja gut, da passt dann nicht mehr viel rein. Ansonsten lassen wir den dann das Zeug zum Hofsilo bringen. Ja, wir müssen auch auf jeden Fall noch den Raps zur Raffinerie bringen. Bleib stehen, bleib stehen. Da hängen wir wieder fest, können wir nicht aussteigen. Ja, warten wir kurz, bis der hier leer ist. Passt auf jeden Fall, so wie es aussieht, alles rein. Ja, guck mal, perfekt. Ja, und jetzt ist der Wasserfahrer schon da, ja klar. Du kommst hier nicht zur Ruhe, das ist Wahnsinn. So, dann laden wir das Wasser ab. Schauen wir, dass eben die Kartonpaletten noch angeliefert werden. Und dann haben wir ja erstmal der Arbeit hier unten Genüge getan, dass erstmal alles läuft. Gucken, dass nachher irgendwann die Produktion wirklich komplett vollgeladen sind. Können wir dann immer noch machen. Kommt jetzt irgendwann hier noch der Wasserabladepunkt? Ach, hier. Da ist er. So. Ach ja, hier. Und dann Rinderzucht Einfahrt. Rinderzucht. Hier. Dann müsste doch Rotkohl war das, glaube ich. Saatguterde, Wasser kommt, Pflanzenschutz ist da, Leerpalette, ja, Karton fehlt noch. Dann have we that. Die Rasen hier, er macht hier, gute Arbeit, sieht gut aus. Der hat abgetankt. Der presst hier. So. Und den können wir dann auch gleich wieder zurückschicken, nochmal Wasser holen. So. Den können wir erstmal wegparken hier. Ja, der Lexion muss entladen werden. So. Die sind unterwegs. Der macht hier Silage. Und da sind noch 720.000. Das heißt, rein theoretisch haben wir doch jetzt hier schon wieder mindestens ein Jahr genau. Das heißt, der kann erstmal weiterfahren hier. Das heißt, unsere BGA wird nicht stehen bleiben. So, damit würde ich sagen, sind wir dann für heute mal wieder durch für diese Folge. Morgen geht es selbstverständlich weiter hier mit weiteren Aktionen von hier. Mich würde es freuen, wenn ihr wieder reinschauen würdet. Bis dahin, macht es gut und tschüss.